komme hier immer noch nicht runter. Okay. Wir gehen langsam sich die Optionen aus, Leute. Who's that idiot thing? There aren't enough of us to shift all this rock. Da war der andere Typ. Und hier komme ich ja nicht durch. Genau, und hier auch nicht. Okay. Verlies. Ich gehe mein Schlossgewölbe. Jetzt kommt der Schluss, muss ich wieder zurück in die Gemächer oder was? Da ist auch nichts. Da auch nicht. Verdammte Hacke. Was ist denn hier los? Verlies, ja genau. Verlies Navidad oder was? Nee. Plattform ist schon im Prinzip auch romantisch, oder? Man kann alles überblicken, hier sogar ein Ritter, es sind sogar zwei Ritter. A little while ago, I never would have believed that Gorak could live in the city. I think the future's going to be bright. Jo, denke ich auch. Gorak and humans living together. It'll take time. We all have to pull together to make this work. Das denke ich eben auch. Ist eigentlich immer so, oder? Anstrengen muss ich für alles, was irgendwie funktionieren sollte. Fury schon wieder, will nochmal kämpfen. Nee. Sie ist auf die ganze Zeit hier unten, oder was? Wo könnte Lovel denn stecken? Hat sich echt irgendwo verkramt, wo ich ihn erstmal groß suchen muss? Just hold on! There's something important. No matter what happens, follow the path you believe in. The path you believe in. The path I believe in. What was that? Oh. I'm just thinking about General Astar. The general died wishing for peace. We have to fight to protect that now. We will. We'll follow the path we believe in. Das tun wir. Ah, das war die letzte Sequenz, die noch gefehlt hat. Stimmt, also waren irgendwie so 5 oder 6 Sequenzen insgesamt, die es gab. Nach dem Abschluss des Spiels. Sag jetzt mal halt solche. Ja, bewegende Orte, war Momente. This cannon's time has come to an end. Maybe I'll retire too. No more bullying people with our military. I'm sure a better time is coming. Ja, die Frage ist bloß, bis wie lange, weil, ja, ewiger Frieden. Das ist hart. Vielleicht sogar ein Wunder. Wer weiß. Tja, also wie gesagt, ich weiß jetzt sonst nicht mehr wohin. Peace at last. Und Lovel ist einfach immer noch keinen blassen Schimmer. Das heißt, letzter Ort, wo ich jetzt eigentlich noch habe, bei Balzl waren wir auch schon, Gemächer des Grafen. Ah, da kommen wir nochmal hin. Nachher nochmal einen Wohnbereich abchecken. Wenn dort auch nichts ist, dann muss ich nochmal ganz kurz offscreen gucken, ob sie überhaupt irgendwie ein Ende gab, also, aber ich hätte schwören können, doch, das war das mit dem Ritterschlag von Xehanort, bin mir aber sehr sicher. Ich weiß nicht, wie der ausgelöst wurde. Wohnbereich. Wir kamen ja
glaube ich, aus unserem... Ne, warte mal, aus Kalisas Zimmer. We've made the bed, but clearing all this away. Warte mal, wir haben doch gesagt, es wäre ein schöner Tag. What's this neat little hole doing here, then? Why? You could see right into the room with this. Oh, Chiral, dieser Penner, ey. Hat der einfach Kalista bespannert? Da gibt's wohl nicht. Gut. Ist auch nicht sehr ein schöner Tag. Ich meine, draußen waren wir schon. Wo soll man sonst noch überall hingehen? Nee, Leute. Nee, nee, nee. Ich habe keinen Plan, wo es jetzt weitergeht. Also echt null Plan. Deswegen, ich gucke nochmal ganz kurz auf den, wir haben ja keinen Hinweis, eben nach draußen gehen und so, ne? Aus der Gurang, den Wunderinseln geht eigentlich auch nicht, also hier drin ist offenbar nichts mehr. Wir waren hier schon überall. Vielleicht jetzt, wo wir alle Erinnerungen und so irgendwie gesammelt haben, jetzt irgendwie, ja, nach Hause gehen in die große Halle oder so. Überlege ja schon, wo könnten wir sonst noch irgendwie, was könnte sonst noch irgendwas damit zu tun haben, mit dem weißen Tiger, vielleicht müssen wir nochmal in den Wald gehen, wo wir ganz am Anfang des Spiels waren. Straße zur Stadt. Hier war ich noch nicht. Kommen wir hier überhaupt weit? Warte, wir waren echt schon lange nicht mehr. Da ging es noch irgendwo hin, ja, ja. Kommen wir ein paar Ritter entgegen. Wunderbar. Hier bin ich los. Ah. Ich war zuvor der weiße Tiger und jetzt sind wir, also der Wächter dieser Dingsbums. Aha, aha. Ah, cool. Ja, hätte man theoretisch schon früher machen können, wa? Okay, danke schön für den Hinweis. Werde ich aber nicht mehr machen, weil ich halt jetzt eigentlich echt das, sowohl das, den Part, also das Spiel und das Let's Play beenden. Alles gut, muss man ein Ende haben. Komme ich überhaupt hier irgendwie noch weiter, oder? Neben, das war ja ein One-Way-Ticket. Genau. Ja, also Leute, ich habe keinen Schimmer. Lol, ernsthaft? Ich komme so nicht mehr zurück. Ich muss die Stadt zu Fuß betreten. Warte mal, muss das vielleicht sogar sein? Okay, machen wir ganz kurz noch. Ja, ich habe schon jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, dass ich kurz nachgucken werde. Aber jetzt betrete ich nochmal ganz kurz die Stadt und dann schaue ich mal nach, wo ich noch hin muss. Aber es gab aber echt keinen Hinweis, wie es jetzt irgendwie... Irgendwas war doch noch. Ich bin gerade echt total verunsichert. Ne, warte mal, ich weiß glaube ich wieder was. Genau, jetzt fällt es mir da ein. Verdammte Hacke, ich weiß es wieder. Yay, I win. Und zwar muss ich zurück in die Mitte, ins Zentrum. Und dann, ja, jetzt fällt es mir da ein. Weil ich weiß noch, es ist damals so. Das war so ein Moment, wisst ihr? Wo ich dachte, warum? Wieso und so? Ja, jetzt kommt es mir wieder. Moment, wir haben es gleich. Ich muss hier und dann hier nochmal, hier links. Also,
Wie ihr seht, eigentlich hier auf der Karte. Ja, wenn ich hier da links oben durchgehe, bin ich bereits am oberen Platz. Und da muss ich noch durchgehen. Stimmt, das war's. Doch nicht. Hä? Aber hier war das Event. Oh, das bin ich komplett bescheuert. Es war ja was mit Lovel. Ich habe doch gerade vorhin noch erwähnt, Lovel noch finden. Ja, es war was mit Lovel. Jetzt weiß ich auch wieder, was es war. Fix zugenäht. Hä? Ist aber garantiert hier. In so einem Ort, der ähnlich aussah? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich hatte echt zu viel. Das Spiel verarscht mich! Es war hier! Bin aber sowas unsicher. Okay, Leute, wir machen es so. Ich speichere hier mal ganz kurz. Ich werde das offscreen nochmal nachgucken. Also, das Spiel nochmal alles abgrasen, weil ich weiß nicht, was es war. Ich weiß die Szene wieder. Ja, ich weiß die Szene wieder. Jetzt schwöre ich, die war hier. Naja, bis gleich. So Leute, Schluss aus Ende Gelände. Das mit Lovel. Und ich dachte, hier war doch etwas damit in der Art. Ja, war es auch. Aber wir brauchen erstmal einen Hinweis darauf, wo Lovel überhaupt ist. Und den kriegen wir von Ariella. Und wo ist die? Ja, doofe Frage. Wo könnte sie schon sein? Vermutlich in der Nähe ihres Pubs. Schätze ich jetzt mal. Wäre irgendwie logisch, oder? Ich hab sie noch gerade vorhin irgendwo hier gesehen. Ja, da vorne steht sie auch. Looks like the repairs are really coming on. Oh, they are. Thanks to everyone's help. We're hoping to be able to reopen the tavern for business tomorrow. That's great news. Don't forget to come round and have a drink or two. For a price, of course. We have our livelihood to make, you understand? But of course. If you're buying something, you have to pay for it with money. That's how the world works. Ja, das ist eine Anekdote an die ersten Part, beziehungsweise ja, an die Situation, wo Sel und Kalista zum ersten Mal getroffen haben und Kalista einfach dachte, ich kann einfach etwas mitnehmen, cool. I don't think we need another lecture. Oh, that's right. Lowell wanted me to pass on a message. He said I should tell you the preparations are finally finished. So it's finally ready. I think he went off to Castle Gate Plaza. Why don't you go after him? Ja, von da kommen wir zwar gerade, aber ist egal. Kann sein, dass ich jetzt vom ersten Teil ein bisschen rausgeschnitten habe. Weil eben, ich habe vorhin ein bisschen lange gesucht und so, wo Lobel stecken können. Ja, kann sein, dass ich das ein bisschen gecuttet habe. Ich habe vorhin gesehen, dass ich irgendwie schon eine Stunde, also anderthalb Stunden aufgenommen habe. Seit Part 68, also sprich seitdem wir mit Kalista ins zum Grab ihrer Eltern untergegangen sind. War schon ein bisschen lange, vor allem wenn ich eigentlich aus allem irgendwie drei Parts machen wollte. Und jetzt kommt ja auch noch ein bisschen was und so. Deswegen bitte nicht wundern. Obwohl, müssen wir das mit Ding auch rausschneiden, wa? Mit dem guten General Ash, schau mal, das war die letzte Sequenz, die noch so kam. Wer kann sein, dass ich nach General Ash direkt alles andere weggecuttet habe und dann direkt das gekommen. Also bitte nicht wundern, Leute. Also fragt, wie kommen wir von General Ash da plötzlich hierher? Das war, weil ich nach Lovel gesucht habe. Und hier ist er auch. There you are, sir. What's that face for? It's nothing, really. Our little project is finally complete. You want to come and see? Klar doch. Right then. Mm-hmm.
This place is looking spick and span. Yeah. It's great how things are coming along. Say, Zell, what are you gonna do from now on? The good times are just getting started. You're gonna be living with Callista, right? That's bound to lift a guy's spirits, if you know what I mean. How about you, Lol? What are you going to do? And the others? Oh, I'm sure we'll find something. We're all grown-ups, you know. Even without Dagrun. Look, we just left everything to Dagrun without giving a hoot about what was on his mind. I wonder how well we really knew him if that was bubbling beneath the surface. But it's his fault too. He's the one who kept it all inside. Don't forget that, Zael. Do you think Dagrun really thought of us as... just pawns for his revenge? I can't tell you that. Dagrun's gone now. There are all kinds of things we'll never be able to ask him. You get that, right? Yeah, I do. The one thing we can say for certain is that the world's at peace now. Look down there. See those kids? Just enjoying themselves. Zael? Right. Sorry. That's the future you've been fighting for. What Dagrun did was unforgivable. No one's doubting that. But we can't keep dwelling on it for the rest of our lives. What's done is done. So, we should take things as they are and look to the future ahead of us. In other words, we should cherish every moment and live exactly as we see fit. Well, that's what Marania said, anyway. Lol. But hey, I agree with every word. It convinced Seren and Yurik as well. And you know, we wouldn't be standing here laughing today if it weren't for Dagrun. You can't deny that. And it's a nice way of looking at it, right? Right, shall we get going then? Oh, but Callista's... Callista! I'll go on ahead, you ladies man you. We'll be right there! Ja, Lowe, der kann auch anders als nur Sprüche klopfen. Finished Dagrun's grave. Well, it ain't no mausoleum. Dagrun did so much for us. He spent his whole life bending over backwards to keep us going. If only we could have realized how he really felt. Yeah. Sorry, mate. Dagrun. We could never have survived this long if not for you. Das Leben eines Freundes. Ja, ich glaube, würde Sale jemals ein Buch über Dagrun schreiben, ich glaube, so wäre der Titel.